Weil du eh gewinnst, ne? Haus hoch wahrscheinlich auch noch. Nein, weil ich diese ganzen Ansagen von wegen Shitü setzt Aquaknarre ein und so ein Käse, weil kann ich alles schon auswendig. Deswegen drücke ich das einfach noch weiter. Ich glaube, das ist bei vielen so. Ich glaube, ich erinnere mich noch daran. Das hab, da war der A-Knopf auf dem Gameboy auch immer sehr angeschlagen. Es greift eventuell nicht an, man weiß es noch nicht genau. Die Stärke der Elektrizität wurde geschwächt, ja. Schön für dich. Ja, bringt uns jetzt. Also Stachelspore war übrigens nur, um den Gegner zu paralysieren. Ach so. Nee, wenn dann direkt drauf. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Tu dir keinen Zwang an. Das ist etwas so easy pupisi. Oh, eins so. Noch. Oh. Bestimmt ein Kleinstein, jo. Wollte ich gerade sagen. Was auch sonst. Das war auch bisher so schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir das jetzt hier geschafft haben, ist schon ein großer Verdienst. Ja, ne? Der kriegt haben wir überhaupt was verloren? Oh ja, Shitü hat was verloren. Ja, wegen einem Tackle. Mr. Knilch erreicht Level 10. Der hat, glaube ich, mal direkt zwei Levels gemacht hier in dem Kampf, ne? Ja. So, was wollen wir denn vergessen? Stachelspore. Würde ich vorschlagen. Du bist natürlich die Expertin. 1, 2 und schwupp. Oh. Das ist so Engelsamen. Igelsamen. Ach so. Engelsamen. Nicht ganz. Wow, du hast wirklich Talent. Jetzt kommt der Dicke. Mann, unsere Herausforderer ist aber ein lebhaftes Wesen. Nein, ich will nicht mit euch reden. Dann versperren sie dir auch noch den Weg. Ja, ist voll ätzend, ne? Hallo, Felicita. Wow, da ist die... Uiuiui. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metaros City. Ich wurde Arena-Leiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du campst und mit welchen Pokémon? Aber gerne doch. Wir machen dich gerne platt, Felicia. Die sieht voll stylisch aus. Leiter Felicia. Okay. Es ist übrigens ein weibliches Kleinstein. Ach, das sieht man natürlich direkt am Bild. Nee, oben neben dem Namen. Ja, aber ein Bild erkennt man es jetzt nicht, oder können die irgendwie mehr oder so? Nee, macht überhaupt keinen Unterschied. Kleinstein setzt Felsgrab ein. Oh, na. Aua. Oh, doch, der kann schon ein bisschen mehr hier. Ist ja auch Level 12. Aber Shitü würde den schon platt machen. Igelsamen startet Kleinstein. Wir haben Kleinstein jetzt übrigens bepflanzt. Und was macht das? Jedes Mal, wenn es eine Attacke macht, dann absorbieren wir da ein wenig Lebensenergie. Ah, da ist auf jeden Fall schon besser. Das ist boah, sehr das hat gesessen. Kleinstein, du hast keine Chance, hau ab. Und jetzt kommen noch die Igelsamen. Igelsamen bringt zwar nicht ganz so viel wie Absorber, aber... Ja, siehst du, Trank. Oh. Die ist ja gar nicht so doof. Ja, das ist das Problem bei den Arena-Leitern. Aber sie wird verlieren. Ja, wenn jetzt noch Igelsamen dazu kommt, ja, tschüss. Bye bye, Kleinstein. Bing. Und Mr. Knilch, Level 11? Ja. Als nächstes wird Kleinstein von Leiter Felicia eingesetzt. Wird Pups das Pokémon wechseln? Ja, schauen wir mal. Was hältst du von Shitü? Shitü ist halt auch schon Level 13. Aber Schnurri, ihr könnte verlieren. Oder? Nehmen wir mal Shitü. Mr. Knilch, gut, komm zurück. Los, Shitü.
Außerdem ist Sheet wie blau und blau ist eine schöne Farbe. Noch einen kleinen Stein, wer hätte es gedacht? Ui. Lehmschelle. Oh ne, doch nicht. Aquaknarre. Bam. Zack, ja, das ging gut. Einfach mal kurz platt gemacht. Schieß die Höhe 220. Bing. Jetzt hat er auch ein Level abbekommen. Ist doch ein Nasgnet. Nein, da wechseln wir nicht, weil Nasgnet ist ein bisschen stärker als Kleinstein, finde ich zumindest. Und es sieht witzig aus. Haha, ja. So wie so ein Teil von den Osterinseln. Blub. Direkt erstmal mit Wasser ankotzen. Oh, das ist sehr effektiv und trotzdem haben wir ja so wenig. Das hält schon um einiges mehr aus. Ja. Und das macht auch sehr viel mehr Aua. Oh. War aber auch ein Volltreffer. Didim, didim, didim. Jetzt macht's. Trank. Bup. Da geht's dem Guten wieder besser. Ja. Shitu kann nicht fliehen. Man kann sowieso nicht aus Trainerkämpfen fliehen. Warum ist er immer eingesetzt? Jetzt hat es irgendeine Sinelbeere, ja, ich wusste es. Was hat's gemacht? Es hat, oh fuck. Es trägt, also Pokémon können Items tragen, also Tränke und Beeren und so. Und wenn sie Beeren tragen, dann setzen sie das ein. Zum Beispiel, wenn sie paralysiert sind. Oder wenn sie halt KP auffüllen, dann wissen die ja, wie Beeren funktionieren quasi. Also fressen die Beeren und dann füllt sich das Zeug wieder auf. Ach so, das ist aber neu. Die wissen aber nicht, was die mit Tränken anfangen können, deswegen können sie die auch nicht benutzen. Ups. Riskieren wir es, oder? Ja, wir haben ihn. Aber der attackiert zuerst. Egal. Oh. Setzt Felsgrab ein. Tschüss, Shitu. Nein. Wieso darf der denn zuerst? Los, Mr. Knilch. Mach ihn fertig. Ja, dafür wird Mr. Knilch dafür jetzt sorgen, dass der... Absorber. Mr. Knilch setzt Absorber ein. Boing. So. Das ist sehr effektiv. Da hast es. Nasgnet. Die Musik ist auch geil. Bing. Die höre ich ja nicht, leider. So, oh. Ich habe verloren. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arena-Leiter besiegt haben, dieses erhalten. Bitte nimm den offiziellen Pokémon-Liga-Steinorden an. Und Cola haben wir schön. Puh, ups, hat den Steinorden von Felicia erhalten. Der Steinorden erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Außerdem sind sie nun in der Lage, die VM-Zerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir auch noch geben. TM39 erhalten. Was ist das? Diese TM39 enthält Felsgrab. Ah. Sie richtet nicht nur das Fallen von Steinen. Nicht nur durch das Fallen von Steinen Schaden an, sondern reduziert auch die Initiative, sobald du eine TM aktuell... Bla, aber vergiss nicht, dass eine TM nur einmal beigebracht werden kann. Ihr Einsatz will also überlegt sein. Will überlegt sein, naja. Da könnte man ja vielleicht den Tunnel mit freiräumen. Nee, könnte man nicht. Okay. Wenn man logisch... Müssen wir mit dem Quatschen. Wenn man logisch denkt, dann ja. Hui, was für eine atemberaubender Sieg. Meine Zurufe müssen gewirkt haben, natürlich. Großartig. Schau mal auf deinen Trainerpass. Der Steinorden, den du gerade bekommen hast, müsste dort schon vermerkt sein. Nun hast du den ersten Schritt zur Meisterschaft schon erfolgreich hinter dir. Ein großartiges Gefühl. Ja, vor allem, weil er so viel getan hat. Ja, er stand da nur doof rum mit seiner Pornolocke. Trainerpass, Name Poops. Ja, wir haben einen Orden von 8. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. So, jetzt. Geh aus dem Weg, aus dem Weg. Wer sagt das hier? Er da. Die
habe ich hier jetzt gar nicht gesehen. Warte, warte doch, bitte. Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen. Ja, ist uns gerade Keks, weil ich will erstmal ins Pokécenter. Meine Arm-Pokémon sind verletzt. Bitte, Schwester Joy. Ich vertone es für dich nach. Oh, danke für... Ich hab gerade einen Keks im Mund. Sehr professionell. Mhm. Zum Glück ist das ein überhaupt nicht ernst gemeintes... Was auch immer das darstellen soll. Ich mach das bei meinen Let's Plays eigentlich nie und wollte hier es auch ganz heimlich still und leise machen. Aber dann hast du mich angesprochen und dann konnte ich es nicht mehr verhindern. Ist blöd, ne? Ja. Ich renne mal. Tut mir leid, meine Lieben. Du, das macht überhaupt nichts. Oh. Oh, du bist das. Ist das wieder der eine mit der Pornolocke? Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir, Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja. Ich glaube, dieser zwielichtige Typ ist in Richtung... Tunnel abgehauen. Sorry. Tunnel. Gibt es denn auch noch Team Rocket hier? Nee, das ist jetzt Team Aqua und Team Magma. Ah. Die kämpfen quasi um die Vorherrschaft. Team Aqua will, dass die ganze Welt nur noch aus Wasser besteht und Team Magma will, dass die ganze Welt nur noch aus Lava und Gestein und so einem Keks besteht. Nein! Beide sehr schlau. Argel. In den Kader, toll. Oh, wir werden so verlieren. Nicht. Ich tackle jetzt mal. Because I want to fang it. Oh, ihr seht gut, Pokémon. No, but I want the all. Weißt du? Ah, you gotta catch them all. Richtig, Blutsauger. Fuck you. Oh, das... Oh, der macht ja ganz schön Schaden. Ups, das ist sehr effektiv. Natürlich, Was ist denn gut gegen Pflanzen? Feuer? Ja, und so wie es aussieht, auch Käfer. Aua. Ein Volltreffer, na gut, dafür hat es uns ja nicht viel gezogen. Tschum, tschum, Härtner. Ja, ist okay. Gib mir jetzt den Pokéball. Pokéball! Puh, ups, setz Pokéball ein. Und, haben wir's? Haben wir's? Natürlich. Wie nennen wir's? Toll, toll, toll. Oh, puh. Nina, das... Nikada. Keine Ahnung. Am Fuße von mächtigen Bäumen baut es sein Nest. Mit seinen schnurrbartähnlichen Fühlern überprüft es die Umgebung aus der dunklen Erde. Schnurrbart ähnlich. Interessant. Ja, in sowas bin ich immer schlecht. Was mache ich ja eigentlich für einen Käse? Ich habe keine Ahnung. Du nimmst jetzt echt Nina? Nein. Ninja, jawoll. Ja, dann nicht. Was haben wir da? Pups hat Schutz gefunden. Oh, da steht jemand im Busch. Den dürfen wir nicht gerade... Ist das ein Trainer oder was? Ja. Meine Käfer-Pokémon sind stark, lass uns kämpfen. Kann man da nicht auch sagen, nö, ich habe keine Lust? Nee. Mann. Sonst wäre es ja viel zu einfach. Und weniger der nervig. Spaß, das sieht schon. Wampel. Das ist ja süß. Ja, komm.
direkt erstmal, hallo, ich absorbiere mal kurz, das ist nicht sehr effektiv. Ja. Schön. Fadenschuss, auch nicht, dass er uns jetzt platt macht. Nee, das macht überhaupt nichts. Oh nein, unser Initialwert, oder was hat Disk? So, jetzt wollen wir mal... Wie groß, wir wissen ja, dass Flug-Pokémon gut gegen Käfer sind. Ja. Gibt's da nicht noch Taubsi? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wurde jetzt durch, Schwalbini und so ersetzt, mehr oder weniger. Ach, die ganzen neuen kenne ich alle gar nicht. Nein! Ach so, nee, ist ja ein Trainerkampf, ne? Ja, dann ist es. Wolltest du gerade sagen, wolltest du ihm das Pokémon klauen? Ja. Zack, jetzt habe ich dich platt gemacht, jetzt nehmen wir noch dein Pokémon mit. So. Ja, hast du Pech gehabt, jetzt gehört's mir. Ja, hätte uns nicht angreifen müssen. Das ist total langweilig, weil man muss einfach nur ein, zweimal Schnabel draufhauen. Und das Vieh macht eh nix. Nix. Außer Gärtner. Das Vieh macht ja nix, hä? Macht dir nix in der eine. Das ist, ja, das ist sehr effektiv. Meine liebe Rain, das ist sehr effektiv, was du da tust. Ich weiß, ja. Ah, beinahe. Eieieiei. Fast hätte er uns gehabt. Aber wir haben... Ich habe verloren, ich dachte, ich könnte dich ab Kragen packen. Ich habe keinen Kragen, sorry. Sonst hätte er natürlich direkt gewonnen. Wenn wir einen hätten. Käfer-Pokémon entwickeln sich schnell, so werden sie auch schnell stark. Was der für eine Scheiße redet. Das interessiert uns überhaupt nicht. Geh wieder in deinen Busch, Junge. Tipps für Trainer. Wenn du die Entwicklung eines Pokémon stoppen willst, musst du den B-Knopf drücken, während es sich entwickeln will. Das Pokémon entwickelt sich dann nicht. Das nennt man Entwicklungsstopp. Ja, wenn man es Overpower-Level... Wo hat unsere gute Pups denn ihren B-Knopf? Da. Ich drücke. Da. Das sind übrigens die Brokkoli-Bäume. Ach so. Oh nein. Du hättest hinter ihm hergehen müssen. Ich lerne auf dem Heimweg, lerne ich auch. Das ist ein Mädchen. Sorry. Ach ja, stimmt. Da sieht man's. Könnte aber auch Justin Bieber sein. Diesen langen, wehenden. Ja, ja. Haaren. Und dem Tisch. Schulkind Kerstin. Interessant. Jetzt kämpft Knills gegen Knills. Scheiße, es ist voll nicht. Voll nicht effektiv. Ah, der macht uns fertig. Ja, Level 9 gegen Level 12. Und beides das gleiche Pokémon. Das ist. Ja, Wahnsinn. Oh nein, Mr. Crunch wurde Energie abgesaugt. Oh. Ah, ich dachte, da wäre gerade ein schwarzer Bildschirm. Schnuggi. Ist übrigens im Jahre 1997 geboren. Oh nein, ich hasse das. Komm. Jetzt greift es vielleicht nicht an. Oh, noch Absorber. Ja, genau. Hau rein. Schnuggi ist paralysiert. Wehe. Danke. Das dürfte es jetzt gewesen. Ach nee, nicht ganz. Ja. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist. Wir so, haben es doch schon. Es ist so ätzend. Danke. So. Ruckzucki. Oh, Schnuggi ist Level 11. Ich bin geschockt. Oh, Justin Bieber ist geschockt. Oh. Tut uns jetzt sehr leid. Arg. So werde ich nie so eine elegante Trainer wie Felicia. Sorry, Felicia hat verloren. Ja, die ist gar nicht so elegant. Die ist total... Auch nicht schon wieder so ein Vieh. So ein Vieh. Ja, das, der Anfang von Pokémon und so ist relativ ätzend.
Ich weiß noch, wie ich da immer im Gras rumgelaufen bin, weil ich irgendein Pokémon haben wollte. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Pikachu? Nee, den kriegt man bei der gelben Edition direkt am Anfang. Oh. Ach Kacke, die ist immer noch paralysiert. Nee. Ach Schnuggi, was machst du denn? Ah, du nimmst jetzt ein Paraheiler. Au. Nicht kratzen hier. Man kratzt nicht. Genau, und kneifen auch nicht. Nee. Härtner. Jetzt wird's natürlich schwer. Scheiße.